Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und heute geht es um das spannende Thema, die Rente. Ist die eigentlich sicher? Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, wer doch tatsächlich mal wieder Zeit für uns gefunden hat. Bei all seinen ganzen Terminen weltweit mittlerweile ein gefragter Mann. Der Richard Dittrich von der Börse Stuttgart wird uns heute mal ein bisschen was zur Rente erzählen. Da hast du sogar sowas vorbereitet, wieder hast du mir gesagt. Ja, ja? Richtig. Weil ich einfach das Thema extrem interessant und spannend finde. Weil, also auch ich kriege immer wieder gesagt, ja Mensch, eigentlich, ich zahle eine Rente ein. Im Alter müsste es doch irgendwie ganz gut über die Runden gehen. Dann höre ich die Nächsten, die sagen, mit 40 finanzielle Freiheit. Wenn ich mir meine Rechnung mal anschaue, müssten viele von uns zufrieden sein, wenn sie mit 67 halbwegs finanziell frei sind. Und da gibt es ganz viele, bei denen könnte es ganz schlecht aussehen. Also ich möchte jetzt keinem Angst machen, aber ich finde es immer mal wichtig, man sollte einfach noch mal in die Zukunft schauen, rechnen und vielleicht auch verstehen, warum es jetzt Sinn macht, mal einen oder anderen Euro zur Seite zu legen, damit man halbwegs sein Lebensniveau einfach halten kann. Klar, ich bin auch jemand, der möchte auch jetzt leben. Also ich kann auch nicht alles wegsparen, aber man sollte also ein gewisses, ja, gewisse Grenze finden. Und um zu zeigen, warum das nötig ist, habe ich, wie gesagt, heute mal ein paar Rechenbeispiele angestellt und möchte einfach mal ein paar Best- und Worst- und Mittelcases, wie auch immer es nennen möchte, durchgehen und zeigen, wie da die Berechnungen eigentlich sind. Weil so ein Rentenbescheid hat sich jeder schon mal sich angeschaut. Nur der strotzt von Ungenauigkeiten. Da fehlen viele Informationen, die eigentlich ganz, ganz wichtig sind. Die kann man da gar nicht richtig rauslesen. Und darum geht es mal einfach mal, so ein Ding ein bisschen zu pflücken und zeigen, was steht da eigentlich wirklich drin und was bedeutet das denn nachher in 20, 30, 40 Jahren, wenn man wirklich mal einen Rentenanspruch hat. Und ganz wichtig, du prognostizierst oder sprichst immer was vom Zinseszinseffekt. Hier haben wir das Gleiche, nur im negativen Sinn. Wir müssen einfach auch gucken, wenn ich jetzt auf dem Zettel sehe 3.000 Euro, muss ich bedenken, 3.000 Euro jetzt ist mehr wert im Normalfall als 3.000 Euro in 30 Jahren. Inflation lässt grüßen. Ja, in den letzten Jahren war die ein bisschen schwächer. Aber mittelfristig muss man trotz allem von Inflationsrate von 2% auf jeden Fall ausgehen. Und wenn man mal ganz ehrlich schaut, die gefühlte Inflation, die viele benennen, ist häufig höher, weil so Sachen wie Computer und Autos, die werden nicht unbedingt so stark teurer, aber Lebensmittel und Energie haben stärker angezogen. Und dann ist die Frage, welche Inflation für mich persönlich dann auch wirklich gefühlt ist. Ja. Auch da nehme ich mal relativ konservative Annahmen an, dass wir einfach mal schauen können, was kommt denn dabei raus. Und ich zeige auch ein paar Sachen, wie das auch jeder selber nochmal nachrechnen kann, wenn Interesse besteht. Zumal es ja auch so versteckte Inflationsarten gibt, zum Beispiel über die kalte Progression erstens, ja, und dann, also dass man in höhere Steuersätze zum Beispiel kommt und dann aber sozusagen mehr Steuern zahlen muss, wenn man mehr verdient und am Ende, das ist gerade bei der Schwiegermutter so passiert in Österreich, die dann eigentlich mehr verdient, hat am Ende aber netto weniger raus, obwohl sie eine Gehaltserhöhung bekommen hat, ja. Und dann die andere Methode ist natürlich auch noch, dass viele, da haben sich einige neulich aufgeregt, als sie das mal gepostet haben, dass viele Unternehmen Preissteigerungen nicht immer nur über den visuell sichtbaren Preis machen, sondern auch teilweise durch Verkleinerung der Produkte, genau. Und das nimmt man dann, weiß gar nicht, ob das eigentlich zum Beispiel in so einer Warenkorbberechnung mit drin ist. Müsste eigentlich mit drin sein, ja. Sollte, aber oft ist es echt verwunderlich, wie groß die Packung ist und wie wenig da drin ist und wie viel man für die Luft zahlt. Absolut richtig. Genau. Gut, aber steigen wir gleich mal ein. Ja. Was ich nämlich am Anfang mitgebracht habe, ist mal so ein Bild Schwank aus der Vergangenheit, um zu zeigen, wo kommt dann eigentlich eine jetzige Rentenversicherung her. Weil ursprünglich 1889 hat der Bismarck das Ganze, also den Urvater der heutigen Rentenversicherung, ins Leben gerufen. Was ich da interessant fand, damals war es der Satz von 1,7%, der auch damals schon halb gezahlt wurde von Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Mhm. Was da aber interessant war, wir jammern jetzt drüber, dass wir theoretisch demnächst ab 67 in Rente können. Damals war es so, ab 70. Problem war allerdings, dass das durchschnittliche Lebensalter, das man erreichen konnte, damals zur Zeit von Bismarck, bei 40 Jahren lag. Also man sieht schon, war gut durchdacht. Ja, wir haben einen niedrigen Rentenbeitragssatz gehabt, aber kaum jemand konnte es eigentlich in Anspruch nehmen, wenn man halt schon mit 40 normales Zeitliche segnet und erst ab 70 anfängt, von der Rente irgendwas zu bekommen, ist es vielleicht der falsche Weg gewesen. Das war einfach ein Blick in die Vergangenheit und viele, die sich vielleicht mit der Rente beschäftigen, du hast gerade schon gesagt, die Rente ist sicher, da kriegt oft der arme Norbert Blüm immer noch eins auf den Deckel, weil er mal mit der Aussage 1986 unterwegs war, dass die Rente sicher ist. Muss aber fairerweise auch eins sagen, das Rentensystem, was er damals verteidigt hatte und das wir heute haben, es sieht auch ein bisschen anders aus. Damals war es nicht so, dass du auf deine Rente Einkommen oder Steuer hast zahlen müssen. Das wird jetzt stückchenweise angepasst und nicht mehr allzu lang, dann werden Renten auch voll versteuert werden müssen. Das war damals nicht der Fall. Also jeder, der jetzt Norbert Blüm da in den Mund fahren möchte, den muss man ein bisschen in Schutz nehmen, dem armen Mann. Ja. Ganz so viel kann er dafür nicht.
Was ja auch normal ist, weil sie ja durch diese Umlage nicht ausreicht und jetzt schon durch Steuermittel auch bezuschusst wird, die Rente. Also es ist klar, dass man sie irgendwann auch wieder versteuern muss. Und wenn wir vielleicht dabei sind, schon mal zu erklären, wie funktioniert eigentlich dieses Rentensystem. Mhm. Da finde ich ganz wichtig, mal zu sehen, was steckt denn da dahinter. Aktuell haben wir einen Rentensatz oder eine Zahlung, die man leisten muss, von 18,6%. Auch die ist anteilig Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Die ist sogar Anfang des Jahres um 0,1% gefallen. Mhm. Aber immer noch 18,6 gegen 1,7 von Bismarck damals. Dafür sind die Lebenserwartungen auch etwas höher heute und man kann sie eher in Anspruch nehmen. Was man bekommt, sind sogenannte Rentenpunkte. Das heißt, es wird nochmal immer geschaut, was verdient der Durchschnittsbürger. Und der Durchschnitt, damit kriegt man einen Rentenpunkt. Ich habe jetzt extra hier, also verzeiht, die Westangabe gemacht. Ich gehe ab und zu, springe ich mal hin und her zwischen West und Ost. Auch diese Zahlen sollen im Laufe der nächsten Jahre angepasst werden und da gibt es keinen Unterschied mehr. Da wächst man also auch langsam zusammen. Und fürs Jahr 2018 haben wir ein Durchschnittseinkommen mit 37.873 Euro. Wenn man das genau verdient, erhält man einen Rentenpunkt. Wenn man das Doppelte verdient, erhält man zwei Rentenpunkte. Maximal kann man 2,06 Rentenpunkte aktuell erhalten. Das mal zum System her. Wie kriegt man Punkte? Und pro Jahr kriegt man eben einen Punkt oder mal zwei oder auch mal weniger, wenn man weniger als der Durchschnitt verdient. Und darüber nivelliert sich das Ganze. Und diese Rentenpunkte haben einen Gegenwert. Auf die Berechnung kommen wir da auch drauf zu sprechen. Und so kommt man drauf, was theoretisch rauskommen könnte. Bevor wir auf dieses, was kommen könnte, zu sprechen kommen, habe ich noch mal zwei kleine Grafiken mitgebracht, um mal zu zeigen, wie lange eigentlich im Schnitt momentan ein deutscher Rentner seine Rente in Anspruch nehmen kann, wo man einfach sieht, die Lebenserwartungszeiten steigen. Also 2005 hat man im Schnitt 17,2 Jahre seine Rente bekommen, 2016 waren es schon 19,6 Jahre, weil einfach das Leben länger andauert, die Lebenserwartungen höher sind. Also muss mehr Rente gezahlt werden. Und auf der anderen Seite habe ich noch eine Zahl mitgebracht, 2018 geht man davon aus, dass ein Rentner von drei Arbeitnehmern ja bezahlt wird indirekt, die bezuschusst werden. 2025 soll die Zahl auf 1 zu 2,6 sich drehen und man geht davon aus, das waren zumindest die letzten Zahlen, die ich mal gefunden habe, dass man bereits 2040 ein Rentner von zwei Arbeitnehmern gestützt werden muss. Also man sieht, diese Rentenpyramide, die mal die Idee war, die Jungen zahlen für die Alten und die werden auch mal alt und kriegen dann wieder für Jungen das Geld, kann da schon irgendwann mal relativ ins Schwanken oder ins Wanken damit kommen, weil einfach die Zahlen, A, man lebt länger und B, es gibt weniger, die einzahlen und mehr, die was entgegennehmen, weil sie auch länger leben, das Ganze ein bisschen schwierig machen können, sagen wir es mal so. Das ist schon mal der wichtige und entscheidende Punkt. Was ich als nächstes noch dabei habe, warte mal, habe ich jetzt einen Denkfehler? Aber wenn ich jetzt nur noch zwei Arbeitstätige brauche, um einen Rentner zu finanzieren, dann ist es doch besser, als wenn ich drei brauche. Nee, vorher hast du zu dritt nicht brauchen, sondern du hast nicht mehr. Davor hast du drei Leute gehabt, die das Geld aufbringen konnten für einen Rentner. In der Zukunft werden es nur noch zwei Leute geben, die es aufbringen müssen. Dementsprechend müssen die mehr aufbringen, um den einen durchzufüttern. Ah, verstehe. So ist, Sorum ist es gemeint. Okay, also, okay. Und wenn wir irgendwann bei 1 zu 1 sind und dann eine Person für einen Rentner arbeiten muss, dann weißt du halt schon, es wird relativ happig. Für beide wahrscheinlich dann irgendwann. Also so muss es betrachtet werden. Je kleiner die Zahl, je weniger Leute müssen für den Lebenserhalt einer Person aufkommen, eines Rentners aufkommen. Mhm. Und da sind die Zahlen schon ziemlich erschreckend. Und ich habe jetzt mal angefangen, verschiedene Beispiele durchzurechnen, weil ich finde es immer ganz toll, dass man so ein bisschen das mit Fleisch unterlegen kann. Ich habe extra mal jemanden genommen, geboren 1980. Ich gehe davon aus, dass der mit 25 fertig studiert hat, sofort ab seinem 25. Lebensjahr anfängt und doppelt so viel verdient wie der Durchschnitt. Dementsprechend auch den höchstmöglichen Rentenpunktesatz einbehält oder bekommt. Ein Rentenpunkt, wie vorher schon angesprochen, sind 37.873 Punkte. Wenn man im Westen mehr als 78.000 verdient, ab 78.000 und einem Euro muss man dafür nicht mehr weiter Rente bezahlen. Das ist wichtig. Also wenn jemand 80.000 Euro bekommen würde, würde er nur, in Anführungszeichen, auf die 78.000 Euro im Jahr 2018 Rente abführen müssen. Mhm. Und dafür, für den Betrag, wenn er das verdient, auch die Rente dafür abführt, kriegt er 2,06 Rentenpunkte. Genau, wenn er aber halt mehr verdient, aber auch nicht mehr abführt, gibt es auch nicht mehr als die 2,06 Punkte. Das ist also das Maximum, das man an Rentenpunkten aktuell erhalten kann. Rentenformel, vereinfacht gesagt, geht man davon aus, wie viele Punkte hat man in der Zeit gesammelt, wie viel ist im Zeitpunkt, wo man in Rente geht, ein Rentenpunkt wert. Ja.
Und in wie viele Jahre war das Ganze? Man muss ja gucken, in einem Jahr habe ich vielleicht am Anfang verdiene ich weniger, da habe ich nur einen Punkt bekommen, dann mal 1,2, 1,3. Wenn ich irgendwann wirklich es geschafft habe, doppelt so viel wie der Rest in Deutschland verdiene, also Durchschnitt, dann habe ich auch mal 2,06 Punkte angespart. Um das Ganze, wie gesagt, einfach zu machen, gehen wir von dem sehr unwahrscheinlichen Fall aus, aber vielleicht kommt jemand direkt von der Uni, hat einen super Abschluss gemacht und wird von der Stange aus sofort abgekauft und man kriegt sofort das doppelte Durchschnitt von dem Bürger in Deutschland, das wären 78.000 sofort. Und von der Rechnung gehen wir erstmal aus. 2017, dafür habe ich den Rentenbescheid, den ich jetzt zusammengebastelt habe, mal erstellt, war ein Rentenpunkt im Westen 31,03 € wert. Und dementsprechend muss man rechnen, wie viele Jahre, in meinem Beispiel 42 Beitragsjahre, hat er eingezahlt, wie viel ist ein Punkt wert. Und er kriegt eben für die 42 Jahre, in meinem Beispiel, nicht pro Jahr bloß in Anführungszeichen einen Punkt. Er kriegt 2,06 Punkte, also mehr. Und die Rechnung sieht da eben so aus, oder was wichtig ist vielleicht, wie werden die zukünftigen Rentenpunkte bewertet werden. Da haben wir jetzt schon eine Prognose für die nächsten Jahre. Und da sieht man, dass die Rentner theoretisch relativ gute Pluszahlen erhalten werden. Das heißt, lange Zeit waren die Steigerungen der Rente recht mager und moderat. Und in den nächsten Jahren, wenn man sich mal anschaut, wird ein Rentenpunkt, 2017 sind wir bei 31,03 im Westen, bei 29,69 im Osten. Und man sieht, die gleichen sich bis 2022 sehr stark aneinander an. Beide sind dann über 35 Euro wert. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, die Rentner werden in den nächsten Jahren durchaus immer wieder relativ gute Steigerungen in ihren Renten erfahren können. Das sind so die Dinge, die man jetzt anschauen sich könnte. Wer sich schon mal so einen Rentenbescheid angeschaut, den er daheim bekommen hat, der sieht so aus, den kann man zerlegen in zwei Punkte. Der erste sagt einfach mal aus, okay, seit wann zahlst du in die Rentenkasse ein? Wann kannst du voraussichtlich, wenn du mit 67, wenn sich da nicht alles zu viel ändern wird, in Rente gehen? Oder bis wann gilt der Bescheid? Entschuldigung, das war jetzt fürs letzte Jahr. Und wann kann man theoretisch in Rente gehen, wenn man bis zum 67. Lebensjahr arbeiten wird? Das sind die ersten Punkte. Dann haben wir unten noch ein paar Zahlen, die einfach besagen, wo stehst du jetzt? Was wirst du bei Erwerbsminderung bekommen? Was ist deine bisherige Einzahlung wert? Das heißt, alle Jahre, die du bisher schon eingezahlt hast, mal die Punkte, mal den Wert eines Punktes, kommen wir da drauf. Und wenn du eben so bis ins Jahr 67 deines Lebens weiterarbeitest, ist das die Zahl, die du theoretisch anhand der jetzigen Punkte bekommen würdest. Das ist die erste Berechnung. Aber was viele noch viel interessanter finden, sind die Punkte, die weiter unten stehen. Denn da kommen plötzlich größere Zahlen ins Spiel und viele gehen davon aus, ja, das sind dann schon die richtigen, weil man liest es immer so, die wichtigsten Zahlen stehen unten, das sind die großen Zahlen, das nehme ich am ehesten zur Kenntnis. Da steht dann einfach drin, ja, wenn wir die Punkte den gleichen Wert behalten wie jetzt, 31,07 habe ich gerade gezeigt, wäre das die Rente, die man eben im, ich glaube 2000, was habe ich gerade gezeigt, 2047 erhalten würde. Wenn man davon ausgeht, dass pro Jahr die Punkte 1% mehr wert wären, das theoretisch anders gesagt, pro Jahr hast du eine 1% Gehaltserhöhung als Rentner, dann wäre das die Zahl. Und wenn es 2% wären, sieht die Zahl natürlich schon mal ganz anders aus. Also auch da sieht man, Zinseszinseffekt schlägt auch hier zu, dass natürlich dann die Zahl von 2600 irgendwas auf 4,8 irgendwas steigt, ist schon mal ganz schön heftig. Um jetzt aber eine faire Berechnung zu machen, habe ich mir mal gedacht, okay, was sind nochmal die angesetzten Steigerungen, die wir in den nächsten Jahren bekommen sollen und was wäre dann 1% oder 2% davon? Und man sieht, die nächsten Jahre werden die Erhöhungen, die jetzt schon bereits beschlossen sind, höher ausfallen als 1, sogar höher als 2%. An sich eine ziemlich gute Sache. Also das heißt, die zwei Zahlen, die man momentan im Rentenbescheid sieht, sind sogar, gehen von einer geringeren Steigerung aus, als wir bis ins 2020er schon garantiert bekommen haben. Aber ich sag mal, als Börsianer bin ich immer ein bisschen skeptisch, da möchte ich immer ein bisschen längere Zeiträume mir betrachten. Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, seit dem Jahr 92, wie hoch die Steigerungen im Osten und Westen waren. Wir sehen, da haben wir auch mal ordentliche Beträge drin gehabt, mit 4%. Wir haben auch mal nur 0,5 oder 0,95 drin gehabt. In einem was für ein Zeitraum? Jährlich immer? Oder? Immer jährlich, okay. Genau. Also hier haben wir 2,87 auf die zwei Jahre zusammengefasst. Das sieht ihr hier immer. Und hier gab es dann für die Ostrentenanpassung häufig dann auch jährlich, weil einfach von ganz anderen Basis ausgegangen wurde. Man sieht, in Euro unbetrachtet kamen wir da von 12 Euro, im Westen im gleichen Jahr von 21 Euro. Deswegen wurden die Ostrenten stärker und schneller angepasst, dass man irgendwann mal zusammenwächst, das Ganze. Aber man sieht trotz allem, es gab eine schöne Steigerung. Und jetzt habe ich einfach mal Folgendes getan. Ich weiß, dass wir bis ins Jahr 2020 die Grenzen von Ost und West eigentlich anpassen sollten, dass es beides eigentlich auf ein gleiches Niveau kommen soll. Und ja, wenn wir bis ins Jahr 2047 immer 1% Steigerung hätten, wäre der Punkt, der jetzt 31 Euro wert ist, 41 wert. Und bei 2% Steigerung wäre das sogar 56,21 Euro wert. Ich habe mir aber mal angeschaut, von
1992 bis 2018 sind wir insgesamt um 41,82% gestiegen. Also der Rentenpunkt ist ordentlich an Gewicht zugelegt, der hat einiges mehr bekommen. Aber im Schnitt auf die Jahre wäre das dann eine 1,55%ige Steigerung pro Jahr. Also ziemlich genau zwischen diesen 1 und 2%, die in den Rentenschreiben normalerweise angegeben werden. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter in Berechnung von diesem historischen Wert aus, der über mehrere Jahre betrachtet werden kann. Also gehe ich mal von der Steigerung von 1,55% aus. Da möchte ich jetzt nicht zu positiv, nicht zu negativ sein. Ich nehme einfach mal die Vergangenheit als Zahlenmaterial. Okay, das heißt kommt das also. Große Aber gleich. Na, das, noch sieht ja alles gut aus. Das heißt, ja, wir liegen irgendwo zwischen diesen 3,6 und 4,8. Ja. Anhand der historischen Steigerung wären wir dann halt bei 4.258 Punkte. Das klingt ja eigentlich Euro. Schon mal ziemlich gut. Genau, ja. Euro, Verzeihung, ja. Euro. Das klingt ja schon mal Punkte ziemlich gut. Ja, pro Punkt wäre das natürlich eine super Sache. Aber wir müssen bedenken, das Ganze bezieht sich ja auf das Jahr 2047. Heute sind 4,2 ziemlich viel wert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Brezel 40 Pfennig gekostet hat. Das ist schon wirklich lange her. Aber ja, selbst ich spüre schon die Inflation und erkenne die immer wieder und merkt es. Und vielleicht sogar ihr, wenn ihr euch mal dran denkt, was vor der Euro-Umstellung eine Pizza gekostet hat, was sie jetzt kostet, da hat man auch vielleicht mal ein Gefühl dafür. Ja, Preissteigerungen sind durchaus vorhanden. Die spürt man nicht von Jahr zu Jahr. Aber über einen längeren Zeitraum kann das durchaus mal wirklich ins Gewicht fallen und merkt es einfach. Und das ist so, wie das älter muss werden. Einfach... Das wird immer schneller irgendwie. Also egal, ist ein anderes Thema. Da machen wir mal eine ruhige Runde, ein anderes Thema draus. Ich sag, man merkt es nicht von Jahr zu Jahr, aber wenn ich mir dann Videos angucke von vor 5, 6 Jahren, dann sehe ich den Unterschied. Ja, das geht mir sogar in 2 Jahren schon so, richtig. Ja. Um die Inflation irgendwo berücksichtigen zu können, habe ich unten auch die Quellenangabe gemacht. Da gibt es einen schönen Berechner, wo man sagen kann, für welche Inflation gehe ich aus, in welchem Zeitraum. Und dann wird einfach berechnet, wie die Kaufkraft in der entsprechenden Zeit abnimmt. Und da hat man ein ganz gutes Gefühl mal dafür, was bleibt denn eigentlich übrig. Ja, und Steuern also kommen ja dann auch noch dazu. Na, langsam, wir machen Schritt für Schritt, habe ich alles berücksichtigt. Auch ganz schlimm für die meisten später. Krankenversicherung und Pflegeversicherung, da zahlt kein Arbeitgeber mehr noch mit die Hälfte dazu. Die hat man dann zukünftig alleine voll zu tragen. Und das wird dann auch natürlich noch ein Batzen, den man auch abdrücken muss. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, in 30 Jahren kriegt man 4.258 Euro. Bei einer Inflation von 2% verliert man schon mal an Kaufkraft 1.900 Euro. Die Zahl klingt heftig, aber ja, also die Zinsberechnung unten gibt es raus. Genauso, wenn du einen Zinseszinseffekt hast und du 2% pro Jahr bekommst, ist die Steigerung auch ähnlich. Die ist nicht zu unterschätzen auf 30 Jahre. Das heißt, allein für die Kaufkraft habe ich im Jahr 47 das, was jetzt auf dem Zettel 4.258 Euro ausmachen würde, fühlen sich dann an wie 2.351 heute. Ist ja schon mal eine Zahl, damit kann man eigentlich ganz gut leben, immer noch. Aber, du hast es schon gesagt, Steuern ab 2040, ja, du kannst doch drüber lachen, wahrscheinlich als Selbstständiger hast du gut vorgesorgt. Ab dem Jahr 2040 wird die Rente zu 100% steuerpflichtig. Bis dahin wird sie stückchenweise immer näher und näher angepasst. Also jetzt muss noch ein Rentner nicht 100% versteuern, das rückt langsam ran. Aber im Jahr 2040 wird es voll sein. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, wenn man eben die 4.200 mal 12, das jährliche Einkommen, was wäre das für den durchschnittlichen Steuersatz heute? Also da gehe ich jetzt nicht in die Zukunft, ob es mehr oder weniger wird. Da waren wir bei ca. 25%. Na. Also verlieren wir da nochmal fast 600 Euro. Krankenkasse gehe ich auch mal von den heutigen Zahlen aus. Auch da muss man aber bedenken, wenn die Leute älter werden, wenn die Medizin teurer wird und sie auch lange angewandt werden muss, kann es durchaus sein, dass die Sätze auch irgendwann steigen könnten. Das wären trotzdem mal 364. Nur bei der Pflegeversicherung habe ich mir erlaubt, von 2,55, die man jetzt zahlen müsste, alles später 100% selber, wie gesagt, kein Arbeitgeberanteil, bin ich da einfach mal in der Berechnung von 2,55 auf 4% gestiegen. Man merkt einfach, die Pflege wird immer teurer. Das ist das Einzige, wo ich jetzt eine eigene Annahme mal treffe. Bei allem anderen sind es wirklich Zahlen, die man jetzt schon so belegen kann. Aber da wäre es ziemlich blauäugig, heute schon die Zahl anzunehmen von heute, weil man jetzt schon feststellt, Pflege wird immer teurer. Ab nächstem Jahr wird zum Beispiel der Pflegeanteil versicherungsmäßig auch noch steigen. So, bist du soweit? Bist du bereit? Ja, ich will es gar nicht sehen. So, also wir haben jetzt hier eine Person, die ab dem 25. Lebensjahr immer doppelt so viel verdient wie der Durchschnitt. Das heißt also, kurz vor dem Renteneintritt wird dann relativ gutes Gehalt aufs Konto kommen. Und ab dem ersten Monat der Rente müsste die Person dann mit 1.304 Euro heutiger Kaufkraft zurechtkommen. Gut. Müsste gehen. In Thailand zum Beispiel gilt das eigentlich, oder? Wahrscheinlich schon, noch. Aber auch da ist es in den letzten Jahren schon teurer geworden. Also auch da merkt man sicherlich so eine Art Inflation. Gibt es überall. Muss halt eins bedenken, wenn halt
vor dem Renteneintrittsalter 4.000 aufs Konto gekommen sind und dann kommen in Anführungszeichen nur noch, nicht falsch verstehen, 1.300, dann muss man auch damit umgehen können. Wenn man, sage ich mal, dann eine Immobilie hat, die abgezahlt ist, man muss nicht allzu viel Miete zahlen, man hat Rücklagen gebildet fürs Haus, man hat vielleicht noch ein bisschen vorgesorgt, vielleicht auch jemand, der in dem Gehaltsstufe ist. Genau. Ne? Ja. Jemand, der diese Gehaltsstufe hat, wird wahrscheinlich auch betrieblich was zu bekommen, hoffen wir mal. Vielleicht hat man auch ein bisschen im Depot was angespart. Wenn es alles zusammenkommt, funktioniert es ganz gut. Ja. Aber ansonsten, wenn man nur, in Anführungszeichen, die 1,3 bekommt nach so einem Leben, nach dem, was man auch bisher eingezahlt hat, ist es vielleicht für viele schon eine Zahl, wo man nachdenken sollte. Und jetzt gehe ich nochmal einen Prozentpunkt in der Inflation nach oben. Das heißt, nur noch anstatt 2-3%, man sieht schon, da waren wir bei 1,9 Kaufkraftverlust, bei 2%. Bei 3% sind es 2.500 Euro, die Inflation auffrisst. Ja, muss ich wenigstens nicht so viel Steuern zahlen. Ja, richtig, weil die Kaufkraft dann noch bei 1.754 ist. Steuern sind aber trotzdem noch relativ hoch vorhanden und der Rest ist auch nicht gerade wenig. Dann kommen wir halt bei 973 Euro raus. Also mit den Zahlen kann jeder mal, wie gesagt, unten seht ihr hier die Angabe, kann mit seinen eigenen Angaben was oder Erwartungen, was Inflation ausmacht. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, Inflation gibt es gar nicht mehr, ich glaube, wir werden bald auf 0%, dann wäre es natürlich in dem Fall vielleicht auch toll, aber ich muss halt einfach von der Vergangenheit ausgehen. Wenn jemand, der es ganz schwarz sieht, der kann auch mal anstatt 3 sogar 4% eingeben, dann wird es aber wirklich bitter, glaube ich, was da rauskommt. Das wäre jetzt mal ein Best Case, wirklich Best Case. Jemand, der studiert hat, der mit 25 aufhört zu studieren, dass er sofort einen überdurchschnittlich gut bezahlten Job bekommt und bis zu seinem 67. Lebensjahr durcharbeitet. Haben hier eine Best-Case-Rechnung, 3% Inflation und 2% Inflation. Das sind mal die Zahlen, die sich jeder vor Augen halten müsste. Und dann kann man sagen, reicht mir das? Wenn ich, wie gesagt, die Annahme habe, ich habe eine abgezahlte Immobilie, das reicht mir gut zum Leben, zum Essen, aber zum Urlaub gehen. Ich meine, damit kann man durchaus über die Runden kommen, so ist es natürlich nicht. Ja. Aber die Frage ist halt, komme ich von 4.000 vielleicht auf 1.300 runter von einem Monat auf den nächsten, kann ich damit umgehen oder muss ich halt davor schon was machen? Und jetzt gehen wir mal ein bisschen... Im Best-Case-Szenario, mach du erstmal zu Ende, dann sage ich noch was am Weil Ende dazu. Best-Case, ich würde es mir als nächsten Punkt machen, wir gehen mal nicht von jemandem aus, der das Doppelte des Durchschnittseinkommens hat, sondern genau das Durchschnittseinkommen bekommt. Also brutto genauso hoch wie das Durchschnitt. Nein, aber man muss halt ungefähr mal sehen und dann kann jeder mal gucken, wo pendelt er sich zwischendurch ein. Das heißt, ich habe ja auch jemanden mit 25, der 42 Beitragsjahre eingezahlt hat. Der kriegt halt pro Jahr nicht 2,06 Rentenpunkte, sondern er bleibt bei einem Rentenpunkt, weil er genau immer den Durchschnitt verdient. Das heißt also 31,03 hätten wir jetzt. Den Rest lasse ich mal weg. Ich gehe weiterhin von 1,55 Steigerung pro Jahr aus. Das heißt also, hier hätten wir schon mal Zahlen. Die sind alle gleich. Hier fällt einem dann auf, dass die Zahlen schon wesentlich geringer sind. Also wenn er einfach nur so weitermacht und wir keine Inflation haben, wenn wir dann eben im Jahr 47 bei 1.303 Euro, von dem noch natürlich Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Steuern abgeführt werden. Bei 1% Steigerung wären es bei 1.756, bei 2 bei 2.360 und bei den 1,55, die wir gerade vorher ermittelt haben, ist es dann quasi eine Zahl von 2.067 Euro. Heutige Kaufkraft im Jahr 2047. Dementsprechend muss man da natürlich auch wieder die Inflation berücksichtigen. Ich versuche, die Beispiele immer relativ identisch zu halten. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, aber die Zahlen, ich möchte es vergleichbar machen und deswegen bleibe ich halt immer bei 2 und 3%. Ja, ein anderes traurig. Wir haben jetzt natürlich relativ lange noch Zeit, vielleicht was dagegen zu tun, aber wenn man nichts dagegen tut, ist es definitiv traurig. Bei 2% hätten wir hier 926 Euro Kaufkraftverlust. Das wäre noch eine Kaufkraft von 1.141. Ja, du kannst jetzt sagen, hey, das ist ja weniger jährliches Einkommen. Richtig, deswegen sind wir hier bei nur 15,3% Steuern, kein 25% laut jetziger Steuerberechnung. Also hat man auch weniger Steuern abzuführen. Aber Moment mal. Ist da nicht bei dieser ganzen Geschichte diese, es gibt doch den Grundfreibetrag von 8.000 noch was Euro im Jahr. Ist mit dabei. Deswegen, ich habe ja hier die Steuerbelastung im Durchschnitt genommen. Eine durchschnittliche Steuerbelastung bei 2067 mal 12 unter Berücksichtigung des Freibetrages sind wir dann vorher von 25%, jetzt nur noch 15,3%, weil ihr weniger mal verdient. Okay. Wollte ich nur sicher gehen. Hier stehen absolut, da habe ich heute Morgen auch mal drüber nachgeschaut, weil sonst, ich habe immer vom gleichen Steuersatz das Ganze angeschaut. Okay. Das wäre aber unfair gewesen und deswegen, je weniger man verdient, klar, dementsprechend muss man weniger Steuern zahlen, weil der Freibetrag natürlich auch viel stärker ins Gewicht fällt. Deswegen zahlen wir hier nur noch 174 Euro Steuern. Denkt dran, davor waren es über 500, die wir gezahlt hätten. Mhm. Auch die Beiträge in die Krankenversicherung und Pflegeversicherung sind dementsprechend natürlich günstiger. Aber nichtsdestotrotz
kommt am Ende 744 Euro raus. Für 42 Jahre lang Arbeit, für den Durchschnittslohn einer deutschen Gesellschaft, kriegt man dann noch 744 Euro raus. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, ab wann man dann irgendwo in den Sozialbeitrag, oder wann man Sozialstütze oder irgendwas bekommen müsste. Ich glaube, bei 750 irgendwo in dem Bereich. Also da sind wir hier schon ziemlich davon angewiesen, vielleicht vom Staat noch irgendeinen Zuschuss zu bekommen. Ja. Wenn wir aber nicht 2, sondern 3% Inflation haben, gleiche Rechnung, sind es doch 555. Irgendwann sind wir bei Minus. Nee, das nicht, aber die letzte Rechnung, die ich jetzt mache, da höre ich auf mit meinen Rechnungen, ist noch folgende. Ich gehe davon aus. Beliebter gerade. Nein, aber ich möchte noch ein bisschen an die Realität herangehen. Denn ja. Jemand, der den Durchschnitt verdient, der fängt hoffentlich nicht erst an mit 25 Jahren. Der hat vielleicht kein Studium, sondern eine gute Ausbildung gemacht. Und deswegen möchte ich im letzten Beispiel nochmal durchgehen und sagen, okay, der fängt nicht mit 25 an, der fängt bereits mit 18 Jahren an, arbeitet aber auch bis zum 67. Lebensjahr durch, zahlt also keine 42 Jahre lang ein, sondern zahlt 49 Jahre lang ein, kann also mehr Rentenpunkte ansammeln. Also darüber kann man auch ein bisschen was steuern. Rest bleibt relativ gleich, da springe ich jetzt ein bisschen drüber. Man sieht also schon hier zumindest die Zahlen hier, 2049 bei 1% Steigerung, 2754 bei 2% Steigerung. Die Zahlen sind schon mal höher als die bei nur 42 Jahren Beitrag, nur bei 1,55% Steigerung wären wir bei 2400 Euro. Da machen wir das Gleiche, wir gehen mal mit 2% drüber. Inflation, alle anderen Rechnungen bleiben gleich. Hier fallen leider wieder etwas mehr Steuern an, weil 2400 eben ein höheres Jahreseinkommen wäre. Und deswegen sind wir hier bei 17,35. Und bei der Person kommen wir dann bei 840 Euro raus. Seit dem 18. Lebensjahr immer das Durchschnittseinkommen gehabt. Wenn das Durchschnittseinkommen steigt, steigt natürlich auch dementsprechend das Einkommen der Person. Und am Schluss der Zeit, wenn es bis 2047 mit 67 Schluss ist, das ist auch noch nicht so richtig sicher, da hört man aber mal was Neues, dann steht man da mit 840 Euro Kaufkraft am Ende. Ja, aber häufig ist es ja so, dass die Leute, die eine Ausbildung machen und früher anfangen zu arbeiten, dann auch früher in Rente gehen wollen. Wenn es, ich sag mal ganz ehrlich, wenn es irgendwie ein körperlich belastender Job deswegen, ist, ich weiß nicht. Ja. Also meine Schwester ist Krankenschwester, die meint auch manchmal, irgendwann braucht sie, bräuchte sie eigentlich ein Zivi, die es nicht mehr gibt, die sie durch die Krankenzimmer schieben müsste, weil irgendwann ist es einfach zu viel. Oder jemand, der am Bau arbeitet oder sonst irgendwas. Ich meine, das geht einfach auf die Knochen. Ja. Und da ist die Frage, kann man das überhaupt? Davon ist jetzt gar nicht mal die Rede. Wir gehen einfach aus, muss halt erstmal so sein, weil sonst, das habe ich jetzt nicht gemacht, je früher man in Rente gehen möchte, da werden die Abzüge nicht gerade wenig. Also dann hat noch einiges wegzulegen. Und das letzte, bei 3%, so, da haben wir alles, hat der 627 Euro bekommen. Also. Das ist jetzt mal die Übersicht, was wir eigentlich mal hätten. Die zwei Grünen wären eben von der Person, die das Doppelte des Durchschnittseinkommens verdient, ab dem 25. Lebensjahr für 42 Jahre lang einzahlt. Die zwei Roten sind die Personen, die eben auch 42 Jahre lang einzahlen, aber in Anführungszeichen nur im Durchschnitt, immer mit 2 und 3% Inflation. Und die gelben Balken stellen eben denjenigen und diejenigen dar, die ab dem 18. Lebensjahr komplett den Durchschnitt verdienen und auch bei 2 oder 3% Inflation. Und die Zahlen zeigen halt schon, ja, auch wenn man nur ein bisschen nebenher was macht, für die meisten ist es durchaus nötig. Und also ich will keinem Angst machen, aber ich finde, häufig schauen sich die Leute das Ganze viel zu ungenau an, denn ist gar nicht bewusst, was da eigentlich in ihrem Rentenbescheid drinsteht. Und wenn man dann vielleicht mit 50 sich mal das genauer anschaut und bei irgendjemandem vorbeigeht, der einen beraten kann, was heißt ein Punkte, was ist ein Punkt wert, mit 50 bis 67, da kann man noch was ansparen, aber die Zeit spielt dann einfach nicht mehr für, sondern gegen einen. Und wenn man früher anfängt, mit kleineren Beträgen was zur Seite zu legen, dann kann man da relativ gut dagegen vorsteuern. Ja, vor allem, wenn man richtig investiert, ne? Das ist ja der Hauptpunkt. Ja. Ich betrachte das als Nebensache, die ganzen Rentensachen und Punkte. Ja, das ist so ein Zubrot vielleicht, aber die wichtigsten Sachen sind natürlich die eigenen Investitionen, weil da habe ich Dividendensteigerungen von irgendwie 4-5% pro Jahr oder so. Da habe ich halt die Wirtschaftsleistung ja mit dahinter und somit auch einen viel höheren Kapitalstock dann irgendwann. Ja. Von daher ist es nur, ist ja wohl diese schöne Berechnung, die du jetzt gemacht hast, vielen, vielen Dank dafür, das war echt Arbeit, ist eigentlich die beste Argumentation, die man geben kann für Investitionen an der Börse. Und eine Sache, die ich auch noch sagen wollte mit dazu war, ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wo du diese Pflegeversicherung und so weiter angesprochen hast. Es ist nicht nur wichtig, also man darf nicht glauben, wenn ich mich mit meinen Vermögenswerten und mit meinen Sachen
richtig gut aufgestellt habe und richtig früh anfange vorzusorgen und so weiter, was ja die meisten auf diesem Kanal hier und so weiter machen, dass man dann hundertprozentig abgesichert ist, sondern bitte überzeugt auch eure Eltern, Geschwister und alle, das auch zu machen, weil es gibt ja ein Gesetz dafür, dass man als Kind für die Eltern aufkommen muss. Ja? Jetzt würde natürlich jeder wahrscheinlich sagen, ja, ist ja auch vollkommen normal, dass man für seine Eltern sorgt dann im Alter. Erstens muss man da aber die ziemlich hohen Kosten berücksichtigen, die das teilweise haben kann, so ein Pflegeheim und so weiter. Mhm. Ja? Und zweitens, ich finde es schon, in gewisser Weise auch die Pflicht der Eltern, für sich selbst in gewissermaßen vorzusorgen, sodass eben man nicht seine ganzen Verbindlichkeiten seinen Kindern aufbürdet. Ja? Also ich, das ist unter meiner Würde, dass ich meinem Sohn quasi meine Schulden überlasse, wenn du verstehst, was ich meine. Und deswegen würde ich immer auch allen Leuten raten, sprecht mit euren Eltern darüber. Wenn ihr schon in eurem Alter an der Börse aktiv seid, sagt euren Eltern, dass die auch was tun müssen und dass die nicht einfach nur warten sollen auf die Rente. Ja? Wobei ich auch sagen muss, bei der Generation von meinen Eltern, die jetzt schon in Rente sind, da sind viele einfach schon abgesichert. Ja? Die haben so viel Rente und also mein Vater freut sich jeden Monat über das, was er alles da bekommt. Ja? Aber auch die müssen ab dem Jahr 2040 theoretisch auch Steuern bezahlen, auch zahlen jetzt bereits Steuern. Also auch die werden schon dazu hingeführt, dass es irgendwann nicht mehr ganz so gut läuft wie jetzt. Aber mal grundsätzlich, eigentlich sollte man nicht nur die Eltern und die Geschwister ansprechen, man sollte eigentlich jeden ansprechen, auch wenn man selten über Geld spricht. Denn irgendwo sind wir auch ein Sozialstaat und wenn sich keiner darum kümmert, nur man selber, ist man trotzdem später vielleicht auch irgendwie, man weiß nicht, auf welche Idee noch jemand kommt, in der Pflicht auch andere weiter zu unterstützen. Also eigentlich sollte die breite Gesellschaft sich überlegen, zu sagen, was mache ich denn? Ja, jetzt kommen vielleicht die Ersten und überlegen sich wegen Riester und Rürup, da machen wir vielleicht mal was anderes. Aber überall, wo noch jemand dazwischen steht und noch zwei, drei andere dazwischen stehen und die Hand aufhalten, da sind die Performance-Zahlen halt häufig relativ traurig. Kann auch gut sein, da gibt es auch so gewisse Modelle mit Steuerstundungen und so weiter, das kann auch Sinn machen, aber der direkteste Weg ist natürlich primär erst immer, finde ich, der wichtigste am Anfang, und zwar in Aktien. Und es ist ein Skandal, dass die Aktie bei dem Wikipedia-Eintrag Altersvorsorge nicht ein einziges Mal vorkommt. Ganz unten kommt irgendwo Fonds, aber der Rest ist halt nur so ein Rürup-Riester-Rührei-Kram. Ja? Dabei sind Aktien einfach insgesamt die beste Altersvorsorge. Das wissen eigentlich alle Leute, die jetzt in Rente sind und früh angefangen haben, in Aktien zu sparen. Ja? Die müssen sich über solche Zahlen dann halt auch nicht Gedanken machen. Und klar kann es natürlich immer einen Crash geben oder eine Korrektur. Aber da hat man halt so eine hohe Flughöhe vorher erreicht, dass es trotzdem ja immer noch insgesamt viel mehr ist, als wenn man es halt überhaupt nicht vorsorgt. Ja. Das definitiv. Und was vielleicht auch wichtig ist, nach dem Video, es fällt immer mal ganz wichtig, überhaupt zu wissen, wo gibt es denn überhaupt ein Problem? Wenn ich das Problem kenne, dann kann ich mich darüber beschäftigen. Dann kann ich mir anschauen, lohnt sich vielleicht mal Riester oder Rürup? Da gibt es ja verschiedene Konstellationen. Frau mit Kind oder ab gewissen Gehaltseinstufungen macht es durchaus mal Sinn. Und wenn es eben für mich nicht Sinn macht, dann gehe ich den nächsten Schritt. Wenn man sich aber des Risikos nicht bewusst ist, dann ist das hier quasi für die meisten Leute einfach unbekannt. Und erst eben kurz bevor man in Rente geht, stellt man wirklich fest, was da eigentlich am Schluss kommt oder nicht kommt. Und deswegen, wer das jetzt Video bis jetzt, ich sehe gerade, wir haben fast 30 Minuten Video gedreht, was es bis zum Ende angeschaut hat, heißt ja, man hat sich zumindest mal darüber jetzt Gedanken gemacht. Deswegen schon mal danke, dass ihr es ausgehalten habt. Ich weiß, es gibt sicherlich spannendere Themen als Rente und ist ja noch so weit hin, aber ja, man muss sich die definitiv mal anschauen. Genau. Gut, perfekt, die nutzt du dann wieder. Sehr gut. Und außerdem, und der wichtigste Punkt am Ende ist, dass wir natürlich sowieso nicht aufhören, mit 67 zu arbeiten, weil wir haben ja im Laufe unseres Lebens den Beruf gefunden, den wir sozusagen ausführen wollen. Und deswegen, es ist auch für das Mentale gar nicht so gut, direkt aufhören zu arbeiten, sondern man kann ruhig nebenher noch ein paar andere Sachen weitermachen im Alter. Und deswegen dann kann man dadurch auch wieder ein bisschen das. Wenn man es körperlich kann, wir müssen aber mal in die breite Massen gehen, es gibt sicherlich einige, die können das einfach körperlich dann nicht mehr und an die muss man halt auch denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also immer schön weiterbilden mit YouTube-Videos und anderen Sachen. Übrigens gibt es auch apropos YouTube, bei der Börse Stuttgart einen super YouTube-Kanal, wo ihr auch ziemlich viel Content raushaut mittlerweile, den verlinke ich auch unter diesem Video und ansonsten, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du das hier mal für uns ausgerechnet hast und ich bin gespannt, welche Diskussionen wir erleben werden. Für mich wäre es interessant, wenn ihr dazu schreibt, habt ihr das gewusst, dass es so aussieht oder war es jetzt für euch was komplett Neues? Das würde mich mal persönlich interessieren. Schreibt gerne was dazu. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Danke sehr. Alright, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.